Herzlich willkommen und hallo beim Not Another Love Show. Wochenreflexion vom 4.4. bis zum 10.4.94. Ich habe diese Woche zweimal etwas im Stamm gemacht und ich muss sagen, es hat mir etwas gebracht. Stamm sind diese Kleingruppen und damals ging es darum, dass ich halt viel Hass manchmal verspüre, wenn irgendwelche Sachen passiert sind, aber ich das halt nicht ausleben kann und auch nicht ausspreche und auch nicht anspreche. Das mache ich dann mit mir selber aus und versuche halt mit diesen Menschen nichts mehr zu tun zu haben. Damals war das halt so. Gut, es fällt mir noch immer schwer, im Plenum, große Gruppe, über meine Gefühle zu sprechen. Aber ich habe es trotzdem versucht und es war leichter, als ich dachte. Das im Stamm hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Die Auflage, die ich bekam, alle Leute, die ich hasse, hier aufzuführen, lässt sich kaum erfüllen, da es sich um verschiedene Schattierungen handelt und unterschiedliche Gründe. Außerdem sind die Leute dabei, mit denen ich mittlerweile keinen Kontakt mehr habe und ich will es aber trotzdem versuchen. Ich beginne mit jenen von außerhalb. Da wäre zunächst ein gewisser und dann zähle ich einen Haufen Namen auf. Es bringt jetzt gar nichts, die Vornamen zu nennen. Auch die Vertretungen nicht, weiß ich weiß gar nicht, was es gebracht haben soll, so einen Haufen Namen aufzuschreiben. Aber ich hab's gemacht. Und dann ein paar Namen, die von dem Haus dort sind. Und dann kommt, gemeinsam haben die Leute eigentlich gar nichts. Begründen kann ich das eigentlich auch nicht. Also ich weiß, dass... ehrlich, ich weiß es heute nicht mehr. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass da einige dabei sind bei den Namen, mit denen ich früher Geschäfte gemacht habe. Einer da, Harold G., dessen Geschichte erzähle ich euch hier. Warum ich den gehasst habe, das ergibt sich, glaube ich, aus dieser Geschichte. Und da ist auch wirklich immer noch so scheiß Gefühl, ich an den denke. Also immer noch ein mieses Gefühl. Und ja, von den beiden, die mich verpfiffen, einer von beiden muss es mit dem Hasch gesagt haben, dann hat es mit dem Koks gesagt. Auf jeden Fall war es ja Dreier gespannt und das war ja richtig übel, erzähle ich hier. Und die stehen hier drin, aber tatsächlich habe ich die gar nicht gehasst. Zu dem Zeitpunkt war ich bloß unglaublich sauer noch immer wegen der Nummer mit dem Hinhängen und tralala. Aber echter Hass war das nicht. Und die von im Haus dort, die habe ich auch nicht wirklich gehasst. Das war ein Quatsch. Das war halt bloß, ich war sauer auf die und die waren auf mich sauer. Ja, ich denke mir, wenn ihr nächste Woche einschaltet, erzähle ich euch, wie es mit Katja weitergegangen ist. Bis dann. Achso, Daumen hoch, Abo dalassen und in die Kommentare schreiben. Thank you.